Platt, platt, papperlapapp. Nun habe ich das fast nicht mitkriegen, dass das schon losging. Jo, Levelüt, platter Freitag, ich bin do. Letzte Week habe ich das nicht schafft. Wir wären so, jo, so beschäftigt mit unseren Lüttengorn im ersten Stock. Und, jo, und ich will auch krank, die doch dafür. Und andere Socken habe ich auch noch. Wir waren so ein bisschen emotional. In Gräben sind wir hüt noch. Aber das ist was anderes. Nun geht das Wetter, ja, das Schicksal hat mich inholt, habe ich ja schon gesagt, mit dem Unsuchtsauto, dass da ein neuer Vorstand ist vom Verein Niederdeutsche Bühne. Und ich weiß gar nicht, warum sich die Leute, die da bisher im Unsuchtsauto was zu singen haben, dass der sich darüber abregt, dass da eine Frau obsteigt und sagt, ich melde mich, ich kandidiere für den Vorsitz. Ist doch normal, ist doch demokratisch. Warum smiet sie dann ihren Krumm hin? Der künstlerische Leiter sagt, nee, ich mag nicht wieder, ich höre jetzt ab. Nicht? Ich habe das in Oben auch gelesen, was er sagt hat, wäre nicht alles verkehrt, was er sagt hat, will ich nicht anders sagen. Und seine Stücken wären gut, was ich bisher ja, von ihm sehen kann er nichts gegen sagen. Nicht? Der Intendant meldet sich krank. Ja, und ich, ja, ich bin nun da und ich kämpfe nun für den plattdütschen Spruch am Unsoldteader. Ja, ich bin ja ein bisschen verwundert, muss ich ja sagen, dass hier kein Abschrei, wie die Leute die den platten Freitag mogt, kommt, dass das Unsoldteader nicht mehr so viel plattdütsch schnacken will. Bringen, Plattdütsch-Stücke bringen will oder hoch und Plattdütsch, das verstehe ich nicht so ganz. Denn wofür muckt wir denn den Plattenfreitag und versucht immer Plattdütsch zu schnacken? Nicht? Jo, also, liebe Lüt, liebe Kollegen, nicht, die beim Plattenfreitag mitmuckt, sech doch mal wat to, muckt wat. Jo, wat habe ich denn noch? Jo. Ja, das so, ja. Ich habe ja mein Abo kündigt und ich habe, was du gegen sagst, dass wie, dass du mehr Hochdeutsch schnackt waren sollst. Ich habe vor Jahren schon mal so eine Rezension geschrieben. Du habe ich schon mal geschrieben, ich lese das jetzt auf Hochdeutsch vor. Das heutige Stück, Der verdübelte Glückskäs hat sich uns nicht entschlossen. Auch wenn es vom Stück erforderlich war, dass Hochdeutsch gesprochen werden musste, doch zu viel ist zu viel an einem plattdeutschen Theater. Damit gewinnt man keine neuen Zuschauer. Dazu gehört mehr. Ja, wir Abonnenten, und ich wäre ja und bin noch Abonnent, wollt Plattdeutsch hören. Und jo, dann habe ich während der Corona-Tit gedacht, so, du bist Abonnent, schrieb doch mal, was dir nicht gefällt am unserer Auto und der Umgang mit den Abonnenten. Jo, ich bin jetzt 32 Jahre Abonnent und ich habe nicht einmal einen Brief kriegen. Scheuen, Herr Rodens, dass Sie noch Abonnent sind und dass Sie uns unterstützt und das nicht einmal. Jo. Das hat mich so ein bisschen verwundert und noch andere Geschichten habe ich geschrieben, Abonnentenpflege und eben das Plattdütsch. Ich und andere, die du ein Abo habt, die wollt du kein Hochdütsch hören. Wie gut der uns da oder weil Plattdütsch schnackt waren soll. Und ich gucke auch nicht ins Englische da oder und ja und denk du, ja, du kannst auch mal ein bisschen Hochdütsch oder Deutsch sprechen. Nee, am Schauspielhaus. Du würdest doch nicht denken, daran denken, du mal ein paar Sätze Plattdütsch in zu bauen. Nur weil wir hier in Hamburg sind. Nee, also das geht nicht. Und ich habe dann das Jahr nochmal geschrieben. Und zwar, das ist mein erstes Schreiben, was ich am Ende schickt habe. Da hat mir seine Assistentin angerufen und sagt, oh, sie sprechen mir ja aus dem Herzen, nicht? Getan hat sich nichts. So, und dann lag mir das immer ob beseelt. Ich wollte ja schon das ganze letzte Jahr schreiben und das Abo kündigen und dann habe ich mich wieder hinset und habe das geschrieben.
nochmal als was mir so auf dem harten Licht mit dem Tür oder unter Tür oder Licht mir an hart. Jo. Und das wäre mir ganz bannig wichtig. Und eine Antwort habe ich nicht kriegen. Nee. Irgendwann käme wohl ein Brief an und da wäre ich dann in Lot und Sekt empfangen, nicht wohl die anderen Abonnenten auch. Das ist ja auch in Ordnung, dass man in Lot war und dass das Programm verstört war. Und dann habe ich mich wohl angucken, was für Stück sie spielen dort. Frau Bachmanns kleine Freuden. Das ist doch ein Hochdeutsch-Stück, nicht, oder? Da würde ich jetzt denken, das wäre Hochdeutsch. Da, wenn ich als Hochdeutscher da reingehen würde und ich höre Plattdeutsch und ab und zu mal mit einem Hochdeutsch, da denke ich doch, das veräppelt mich. Ne? Das andere Stück, eine Stunde Ruhe auf Hoch- und Plattdeutsch. Was schallt das? Oder der letzte Pinguin. Tja, mit dessen Titel, da konnte ich auch anders da oder gar nicht, damit ich nicht ins Unsachstädter gehe. Oder bitter süße Zitronen. Warum ist das nicht auf Plattdeutsch, der Titel? Oder hier, ach Landöhner, du habt sie sich ja mal neu gegeben. Landöhner, habt sie geschrieben hier, eine Nacht am Ende der Welt. Ja, und dann noch Sommerfest. Auf Platt und auf Hochdeutsch. Level Lüt. Wie könnt das ja mogen? Meinetwegen. Aber spielt das denn allein? Oder ich verstehe das nicht. Und ich kann doch nur die Lüt, die im Verein Niederdeutsche Bühne obstohn sind und sagt, wie wollt das nicht? Und das ist ja wohl der Mehrheit wegen, der sagt hat, wie wollt das anders haben? Dann, den kann ich nur unterstützen. Und ich wünsche, dass wie alte Summen der Lüt, der das Plattdütsche do retten will, unterstützt. Und jo, nun habe ich schon viel zu viel sabbelt. Dat, eigentlich wäre das unser Theater ja mein letztes Thema. Ich habe nämlich auch einige Kollegen do kennenlernt und feine Belebnisse hat. Jo. Aber so geht das nicht wieder. Übrigens, ich bin dann irgendwann noch angerufen worden von Frau Roseburg. Das ist die Assistentin von Herrn Lang. Und sie wollen mit mir einen Termin utmucken, damit Herr Lang wohl mit mir schnacken kann. Und da habe ich einen Moment getäuft und habe ich gedacht, nee, du hast du kein Interesse mehr dran, mit ihm zu schnacken. Du hast ihm geschrieben, zweimal. Hey, hier hat ja Hajok von Sülms anrufen können. Aber für mich ist das Thema durch. Vielleicht überlege ich mir das mal, wenn andere Leute durch sind, ob ich nicht dann doch wieder ein Abo nehme. Ab und zu kann ich kurz mal unser Theater gehen. Aber ich gehe da nicht hin, wenn der Hochdeutsch schnackt wird. Und das ist mein letztes Wort. Und jetzt, liebe Leute, jetzt sind sie dran, mögt sie was, dass sich das so ändert und unterstütze die Leute. Und ich höre jetzt ab und wünsche ein schönes Wochenende und noch einen schönen Platten. Freitag ist ja wunderbares Wetter, mögt was. Und jo, nächste Woche geht das wieder mit meiner Plattdütsche Geschichte, mein Plattdütsch-Leben. Ja, ich sage nur einfach tschüss und hört ja da ruhig mal an, was ich hier zu sagen habe. Tschüss. Rettet das Plattdütsch an unser Theaterlüt.